krasseste Studie dieses Jahr für mich, die ich entdeckt habe, zum Thema Langlebigkeit und mit Zwillingen. Wie viele Ernährungsstudien gibt es mit hunderttausenden Menschen und Teilnehmern in diesen Studien, welche Ernährungsformen Auswirkungen haben auf bestimmte Gesundheitsmarker und Co. Doch keiner dieser Studien konnte das leisten, was eine Zwillingsstudie leisten kann. Es gibt keine Menschen auf der Erde, die besser vergleichbar sind als Zwillinge, die gleich aufgewachsen sind, ja sogar gleich geboren sind und dessen DNA sich so ähnlich ist wie keine anderen Menschen. Das sind die Studien, die man haben möchte, um zu sehen, was eine bestimmte Ernährungsform mit den ganzen Gesundheitsparametern im Körper so macht, wie zum Beispiel Leber, Herz, Immunsystem, Stoffwechsel oder noch viel wichtiger, die Telomerlänge. Das heißt, wie stark jemand altert und wie schnell jemand altert. Oftmals wird eine Studie gemacht mit einem Paar-Zwilling. Also die Ergebnisse sind natürlich gut, ja, aber ein Paar, das ist natürlich nicht so aussagekräftig, halt. Und da gibt es halt immer diese Kritik. Doch jetzt, Anfang August 24, brandaktuell, ist eine Studie erschienen mit 42 Zwillingspaaren. Es wurde Blut gezogen von allen Zwillingen und dann wurden diese aufgeteilt. Die einen aßen eine komplett pflanzliche Ernährung, also auch vegane genannt. Die anderen aßen ganz normal, also das, was sie vorher auch aßen, also omnivor. Dann wurde ihnen nach 8 Wochen wieder Blut abgenommen und verglichen mit den Ausgangswerten. Und ich sage euch die Ergebnisse. Wie gesagt, das Krasseste, was ich dieses Jahr auf jeden Fall in Studien gelesen habe, und ich habe schätzungsweise dieses Jahr wahrscheinlich schon weit über 500 Studien gelesen. 500 ist eigentlich ziemlich wenig, ich glaube noch mehr. Ich finde 8 Wochen eine sehr kurze Zeit und ich hatte mich gewundert, ob überhaupt in so einer kurzen Zeit Veränderungen messbar sind, doch die Ergebnisse waren wirklich sehr eindrücklich. Zu den Einschlusskriterien gehören Teilnehmer im Alter über 18 Jahren, die zu einem willigen Zwillingspaar gehören, einem BMI unter 40 haben, einem LDL-Cholesterin unter 190 haben. Ausgeschlossen waren unkontrollierter Bluthochdruck, Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Krebs, Herz-, Nieren- und Lebererkrankungen, Schwangerschaft, Stillzeit und die Einnahme von Medikamenten, die das Körpergewicht oder den Energieverbrauch beeinflussen. Also hier wurde schon noch zusätzlich, obwohl es Zwillinge war, noch wirkliche Kriterien mit eingebracht, dass diese auch wirklich gut miteinander vergleichbar waren. Ja gut, jetzt kann aber der Schwachpunkt der Studie sein, dass die eine Gruppe nur ungesunde Lebensmittel aßen. Nein, die Studie umfasste 2 4-wöchige Phasen. Ja. Gelieferte Mahlzeiten und selbst zubereitete Mahlzeiten. Trifecta Nutrition lieferte in den ersten 4 Wochen Mahlzeiten. Lieferte. Die wurden noch extra geliefert, um das Ganze noch kontrollierter zu machen, ja? Die auf omnivore und vegane Ernährungsweisen zugeschnitten waren. Gesundheitspädagogen leisteten über Zoom Ernährungsschulungen, in denen sie Grundsätze für die Auswahl und möglichst wenig verarbeiteter Lebensmittel zusammengestellt haben, ja? Und ein ausgewogener Teller hier kreiert wurde, dementsprechend für die Teilnehmer. Die omnivore Gruppe erhielt Zielwerte für tierische Produkte, also ca. 200 Gramm Fleisch, ein Ei und ja, 1,5 Portionen Milchprodukte am Tag. Während die pflanzliche Gruppe, das heißt die vegane Ernährung, alle tierischen Produkte natürlich nicht aß. Kommen wir dazu, worauf alle gewartet haben. Wir schauen uns die Werte an, die sehr speziell und spezifisch sind, also richtig gut gemacht hier. Als erstes wurde die DNA-Methylierung bestimmt. Das ist der Wert, mit dem man das biologische Alter eines Menschen bestimmen kann. Denn unsere Erbinformation, die DNA, wird in einer bestimmten Zeitabfolge mit Methylgruppen markiert. Da man noch aktive oder inaktive Abschnitte kennzeichnet dadurch, worauf man wieder Rückschlüsse ziehen kann, wie alt der Mensch biologisch schon ist. Dies ist mit die beste Methode zur Bestimmung des biologischen Alters. Dies kann jeder auch bei sich messen. Beispiel, nach dem Alter werden bestimmte Gene abgeschaltet. Ja? So, die bekommen dann bestimmte Methylierung oder wie auch immer, ja, die für zum Beispiel für Fortpflanzung wichtig sind. Oder die Samenproduktion und Testosteron. Das nimmt natürlich im Alter alles ab. Und deshalb findet man da auch bestimmte Methylierungsmuster an den Genen und wie auch immer. Und darüber kann das biologische Alter dementsprechend bestimmt werden. Was wir hier sehen in 8 Wochen ist mehr als erschreckend. Man sieht links in blau die pflanzliche Gruppe und rechts in rot die omnivore Gruppe. Zu sehen ist das biologische Alter statistisch signifikant, ja, dass dieses abnimmt in nur 8 Wochen in der pflanzlichen Gruppe, im Vergleich aber zunehmend in der omnivoren Gruppe. Statistisch signifikant ist immer, wenn die Zahl unter 0,05 ist, ist hier in blau zum Beispiel bei der pflanzlichen Gruppe ja dementsprechend der Fall, weil hier 0,033 war. Ja. Das bedeutet nichts anderes, dass es
95 von 100 Mal so der Fall wäre, wenn man es wiederholen würde. Was dann eine signifikante Aussagekraft er hat in der Statistik. Dann wurde als nächstes ein weiterer Marker für das biologische Alter oder Krebswahrscheinlichkeit gemessen. Dieser Test beruht auf einer Vielzahl von Blutwerten, die ich hier einmal einblende. Könnt ihr sehr gerne screenshotten oder abmalen. Darunter sind zu finden Nierenmarker, Sauerstoffversorgung, Immunzellentzündung, Leberwerte und Blutzucker und so weiter. Dann sehen wir uns auch diese Ergebnisse an. Man sieht hier wieder bei diesen Langlebigkeitsparameter eindrücklich, dass die pflanzliche Ernährung in 8 Wochen diese Langlebigkeitsmarker statistisch signifikant gesenkt hat, in der Omnivoren-Gruppe aber nicht. Das sehen wir wieder an 0,014, heißt statistisch signifikante Verjüngung in der pflanzenbasierten Ernährung. Kommen wir zum dritten gemessenen Wert. Dieser ist der Dundin-Pace, ja, welcher ebenfalls ein Methylierungsmarker ist, also wie stark die DNA schon methyliert worden ist, habe ich vorhin schon erklärt, ne, wie das funktioniert, worauf man ebenfalls wieder das biologische Alter schließen kann. Auch hier wieder der gleiche Trend, das biologische Alter sinkt signifikant in der pflanzenbasierten Gruppe, wohingegen es sichtbar steigt in der omnivoren Gruppe. Das heißt, alle Marker bezogen auf die Langlebigkeit und die Methylierung der DNA waren alle signifikant erhöht in der pflanzenbasierten Gruppe. Und auch das systemische Alter, welcher der letzte Blutmarker für Methylierung ist, also wieder Langlebigkeit, zeigt den gleichen Trend, signifikant niedrigerer biologisches Alter. Der nächste ist auch sehr interessant, dort geht es um die Entzündungsmarker im Blut. Auch dieser ist nur in der pflanzlichen Gruppe signifikant gesunken, also die Entzündungen schwinden. Das gleiche gilt auch für das Alter des Herzens, das wurde auch gemessen, da gibt es bestimmte Marker im Blut. Jene sind signifikant gesunken in der Pflanzengruppe, nicht in der Omnivore-Gruppe, das heißt, Herz hat sich hier verjüngt nach 8 Wochen pflanzenbasiert. Auch ein sehr wichtiger Marker, der Lebermarker. Dieser sank ebenfalls in der pflanzlichen Gruppe signifikant im Vergleich zur Omnivore-Gruppe. Sowie die Stoffwechselgesundheit ebenfalls besser wurde, signifikant in der pflanzenbasierten Gruppe. Also alle Marker bezogen auf die Langlebigkeit, Leber, Herz, Entzündung, Hormone, Stoffwechsel sind statistisch signifikant besser geworden, aber keiner der Marker ist besser geworden in der Omnivoren-Gruppe nach 8 Wochen. Der sehr entscheidende Marker steht aber noch aus, die Telomere, also die Enden der DNA, ja, genau genommen der Chromosom, ja, die sich nach jeder Zellteilung verkürzen. Je kürzer die Telomere sind, desto weniger Zellteilung hat die Zelle noch zur Verfügung. Auch diese Telomere sind in 8 Wochen statistisch signifikant länger geworden und in der Omnivoren-Gruppe haben sich jene sogar in nur 8 Wochen noch weiter verkürzt. Zu den Immunzellen, die basophilen Granulozyten, die sind sehr wünschenswert, ne? Denn diese gehören zu der unspezifischen Immunantwort. Was heißt das denn? Egal was im Blut zu finden ist, trifft zuerst auf diese Immunzellen, die zu den Leukozyten gehören, ja? Diese basophilen Granulozyten. Diese sind quasi wie die Polizei. Ja? Diese können den Erreger oft direkt eliminieren, bevor er sich anfängt zu teilen. Da ist es wichtig, genug davon zu haben, um quasi den Keim direkt, ja, dort zu ersticken. Diese sind in der pflanzenbasierten Gruppe statistisch signifikant gestiegen. Aber jetzt kommt es, in der Omnivoren-Gruppe sind sie statistisch signifikant gesunken. Und das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Daher möchte ich mit diesem Video niemandem missionieren, sondern einfach nur daran erinnern, dass ihr täglich auch genügend unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel esst, denn ihr seht, was 8 Wochen bewirken in eurem Körper, für eure Leber, Herz, allgemein für die Verjüngung eurer Gene. Und daher ganz wichtig, alle Nährstoffe abdecken, wie immer ihr es auch macht, und dann unverarbeitete Lebensmittel und nicht die pflanzliche Kost vernachlässigen. Unterstützen könnt ihr mich in der Videobeschreibung, da würde ich mich wirklich drüber freuen für meine Arbeit. Danke und bis gleich auf purazell.de.